Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect! Wir machen natürlich da weiter, wo die Folge gestern aufgehört hat. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte nachgucken sollen, wo die Quests sind. Ich habe ehrlich gesagt immer noch Bock auf Nebenquests, Ryan. Deswegen gucken wir erstmal im Tagebuch. Oh, die würde ich gerne am Schluss machen bei den Einrichtungen untersuchen. Nodakrux befindet sich im Vostok, wo Vladi ist, im Vostok-System des Maroon-See-Clusters. Maroon-See. Maroon-5-Cluster. In Vladivostok. Okay, dann erstmal raus hier. Maroon-See. Maroon-See. Im Vostok zu Vladi. Der gute alte Vladi in Vostok, nee. Ich hätte vielleicht durchlesen sollen, was wir da. Die Quest hieß Einrichtung untersuchen. Ah, ja, gut. Mal wieder von innen nach außen. Klomartu. Klomartu. Gibt's nix. Noda. Ach, stimmt, offenbar ich sollte. Gibt es auf dem Planeten unter uns einen aktiven Notsender, Commander? Keine Nachricht, nur ein Ortungssignal. Okay. Alko, gibt's da was? Ich meine, Gase haben wir ja schon genug, aber ein bisschen Mineralien, ein bisschen Elemente, was auch immer. Erkunden! Materialienschriften, gut, kann ich auch gebrauchen. Haben wir alles entdeckt, dann auf Nodakrux Einrichtung untersuchen. Jetzt ist die Frage. Rex auf jeden Fall, aber Garrus oder die Tully? Die Trümmerbergen wäre schon geil. Vielleicht ist da doch was halbwegs okay ist dabei. Scheiß drauf, Garrus. Tut mir leid, aber Trümmer gibt's dann praktisch gar nicht in diesem Let's Play. Ich will auch nicht auf die Schnauze bekommen, wenn alle Leute zuschauen. Sieht ein bisschen nach Schottland aus, der Planet. Okay. Trümmer sind scheißegal. Anomalie, wissenschaftliche Einrichtung. Dann erstmal zur Anomalie. Oh, fuck, natürlich erstmal direkt über den Berg. Vielleicht komme ich da. Trümmer! Müsste ja gleich hier in der Nähe sein. So wie es auf der Karte. Außer! Alter, ich jump hier nur rum, wie so ein Spacken. Oh, bevor ich da runtergehe, erstmal gucken. Okay, weiter nach links. Nicht den Mako kaputt machen. Ja, nicht den... Oh. Nein, beruhig dich. Meine Güte, beruhig dich doch. Immerhin noch nichts, das auf uns schießt. Und wir bewegen uns weiter zur Anomalie. Am Rand der Map natürlich mal wieder. Warum auch immer man das so gelöst hat. Komm da durch, komm schon. Ich glaube an dich. Baby, du schaffst es. Führ mich zur Anomalie. Müsste ja hier gleich sein, irgendwo was Kleines, Glitzerndes. Glitzerndes, irgendwas. Da! Wigge. Was ist denn uralter Trümmer? Natürlich, Artefakt Bergen. Warum drücke ich auch genau in dem Moment da? Fick doch die... Kann ich nochmal oder... Okay. Muss ich wenigstens kein Medigil zahlen. Turianische Insignien. Schön für die Sammelquests, ein bisschen Credits haben wir auch bekommen. Das war's. Ja gut, könnte ich ja eigentlich auch direkt... Ach fuck, nee, da komme ich sicher nicht hoch. Da ist so steil, da wächst nicht mal was, da komme ich nicht hoch.
erstmal hier entlang und dann die Richtung Süden. Komm, da hoch komme ich noch. Ja, in Richtung Süden. Nein, 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 nicht Marco kaputt machen. Bitte nicht Marco kaputt machen. Das zahlt die Allianz nicht. Das zahlt die Allianz doch nicht, wenn der kaputt geht. Das wird mir vom Gehalt abgezogen. Über die weiten, weiten des Schottland-Planeten. Nodaxdruck hieß der. Also, ich habe geguckt, letzte Aufnahme, Facecam hat endlich wieder funktioniert. Könnt ihr euch äußern, wie der Aufbau euch, ob das so okay ist oder ob ihr da Verbesserungsvorschläge habt? Nehme ich gerne entgegen. Die Nummer können wir gleich beiseite lassen. Alter, wie soll ich denn da hinkommen? Das ist ja direkt auf den Bergen. Alter, ich kann doch nicht da hoch. Wie soll ich da hochkommen? Mein Marco ist gut, aber... Guck's doch mal an! Der kommt nicht mehr hoch. Der kommt da nicht hoch. Ich muss jetzt nicht im Ernst den ganzen Berg umfahren. Och kommt, Jungs, warum habt ihr das so gemacht? Vor allem den Berg umfahren, der Berg ist endlos. Alter. Okay, ich muss mir eine nicht ganz so steile Stelle suchen und dann versuchen, da hochzukommen mit dem Marco. Oh, Baby. Verlass mich nicht. Alter. Ja, sicher. Ja, sicher. Komm, 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 komm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, 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 genauso. Shit. Und dann fahr erstmal wieder bergab. Komm, komm, das schaffst du bis zum Grün. Ja, komm, noch ein bisschen, dann wird's flacher. Ja, gut. Alter, warum auch immer man solche Berge einbauen müsste, über die man fahren muss. Links jetzt etwas. Fuck! Die Scheiße! Nein, nein! Oh, mein rechter Reifen ist beschädigt. Alter, ich bin nicht zum Wandern gekommen. Oh, fuck. Oh, fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist echt lächerlich. Das ist echt lächerlich. Ich bin viel weiter weg davon, als ich überhaupt gestartet. Meine Güte. Meine fucking Güte. Oh Mann, schon wieder bergab. Es geht nur bergab. Mit mir. Oh, das rechte Reifen ist doch schon am Arsch. Wenigstens. Natürlich, genau dahin müssen wir. Was ist da? Ein riesiger Berg! Ach, fuckity fuck. Wenigstens gibt es hier so einen Mini-Weg, wo man... Mineralien. Scheiße. Okay, Planänderung. Erst Mineralien. Fuck, doch die Shit, ey. Wo seid ihr, Baby? Wo seid ihr? Ich brauche Mineralien. Hier müssten die ja sein, auf diesem kleinen Bergelein. Ja, noch ein bisschen weiter. Ach komm. Ach nö. Ach nee. Ach nein. Komm schon. Baby, ich glaub an dich. Du schaffst es. Komm. Wir haben's. Wir sind gleich über dem Berg. Komm. Nein, nein, nein. 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 Soll ich da hochkommen, bitte? Und die Stelle, wo ich es gerade versucht habe, war am besten dafür. Oder ich gehe da links. Oh, fuck. Komm. Oder ich gehe da hoch, bis auf die grüne Stelle und dann weiter hoch.
komm. Ach komm, das kann nicht dein Ernst sein. Komm, Baby. Ich glaub an dir. Du schaffst das. Du kannst es. Glaub nicht an die Schwerkraft. Glaub an dich. Alter. Komm. Ja. Ja. Alter. Bist du schneller, wenn ich das zu Fuß mache? Ich... Warte, ist das so flach genug? Fuck. Komm, jetzt, hier komme ich aber hoch. Hier komme ich hoch, 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 das schaffe ich. Alter, natürlich auch mitten auf dem Berg platziert. Ihr wollt mich doch verarschen. Am besten noch, ich kann hier nirgendwo parken. Mann, ey, warum müsst ihr das so machen? Leicht mit Kobold, Kobold, Kobalt. Kobalt for man and a woman. Alter, warum auch immer man die Scheiße hier positionieren musste. Fick, ja, die Richtung stimmt so grob. Fuck, wie komm... hier. Über die grüne Seite, da wo der Moos wächst. Moos wächst immer in Richtung von Zivilisation. Ja, alte Weisheit von einem weisen Schwamm. Ich glaube, das war so. Moos wächst immer nur in Richtung Zivilisation. Da ist es. Och nö. Alter. Trials Marco. Boing. Flip. Boing. Oh Gott, das ist ein Auf und Ab. Okay, da vorne wird auf uns geschossen. Sieht man auf uns. Oder, Baby! Komm, stell dich nicht an. Ich weiß, der Planet ist, gefällt mir auch nicht so geil wie dir, aber komm schon, wir müssen es schaffen. Komm, grün. Ja, grün ist gut. Grün ist gut. Rechts, bitte, ein bisschen. Oh ja, Baby. Alter, wie sehr ich mittlerweile auf meinen Marco abgehe, ist auch nicht mehr normal. Creeper, toreanische Creeper. Alter, und wieder nach hinten flieht. Moment, jetzt und... Das war's. Wie darf das sein? Nehme ich mal an. Also wieder hier zwischen den Aufnahmen ein bisschen ab ausgerüstet. Haben jetzt alle. Ja, okay, viel Waffen konnte ich nicht viel mehr verbessern. Upgrade Kit, okay. Die Musik fällt mir gerade ein bisschen. Oh, sag mir nicht, die haben hier einen Toreaner gezüchtet. Sag mir nicht, die verrückten Extra-Jennys haben einen Toreaner gezüchtet. Oh Gott, nein, nein, nein. Fuck, Creep. Shit. Ihr geht vor, ihr geht vor, ihr geht vor. Scheiße. Shotgun. Gegen Creeper Shotgun. Was ist das? Gerade hast du kannst aufstehen? Ja, ausgezeichnet. Ich hasse Creeper. Ich dachte, ich hätte Minecraft Creeper gehasst, aber hier hasse ich sie auch. Nichts zum Öffnen. Keine minimale Loot-Belohnung oder sowas. Hier, man sieht es auch schön links unten. Garrus heilt sich außerhalb des Kampfes dank Rüstungsupgrade.
Okay, sie sind links, wir gehen zuerst nach rechts. Wisst ihr, damit nichts verpassen und so, ne? Ballert doch nichts auf uns. Spinnt. Oh fuck, die Ficke, die fuck. Brrr, wahrscheinlich nichts dabei. Sonst hier noch was? Eine Leiche. Oh, und eine Kiste. Oh, da liegt eine Leiche. Oh, Schwärmmensch. Das finde ich gut. Dies finde ich gut. Wie viel XP brauchen wir denn eigentlich noch? Oh, gar nicht mehr so viel. Oh, ich bin so ein Idiot. Das ist nicht pro Stufe. Das ist insgesamt, wie viel XP wir haben hier. Und wie viel insgesamt XP man braucht, um Stufe 22... Alter, ich habe hier Scheiße gelabert. 4000 ungefähr noch. Okay, dauert. Dauert. Retter? Gott sei Dank. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Aha. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von Exogeny. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Heißt sie vielleicht Dr. Ross Geller? Ich muss wissen, was hier los ist. Warum wimmelt es hier von torianischen Creepern? Woher wissen Sie über den Torianer? Komm schon. Ich weiß, was Exogeny vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Torianer den Kolonisten angetan hat. Und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Pharos geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Könnten in der Basis noch weitere Leute am Leben sein? Das bezweifle ich. Da draußen sind zu viele Creeper. Sie hätten keine Chance. Wir sind die einzigen, die noch übrig sind. Ich habe alles Nötige gehört. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ach so. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei. Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Was laberst du? Willst du mich verarschen? Sie hatten bei diesem Projekt das Sagen. What? Die Sicherheit ihrer Leute war ihre Verantwortung. Sie haben ihnen vertraut. Und sie haben dieses Vertrauen verraten. Seien Sie vernünftig. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Und wem nützt es, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Normalerweise würde sich Exogeny um mich kümmern. Aber sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Pharos gerade zu bügeln. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Die Opfer hier haben Gerechtigkeit verdient. Ich muss sie festnehmen. Das wird nicht passieren. Feuer eröffnen! Feuer eröffnen! Oh, fick. Los! Alter, sind die schnell! Alter, sind die schnell! Die zweitklassigen Söldner von Exogeny hatten keine Chance gegen die gut ausgebildeten Marines der Allianz. Nachdem der letzte Wissenschaftler tot ist, gibt es keinen Grund mehr, sich hier aufzuhalten. Waffe weg. Ja, nee, mit Q.